Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zu unserem glutenfreien Schokotraum. Dieser No-Bake-Cake wird mit glutenfreien Brezeln gemacht. Wie du den herstellst, das zeige ich dir erst. Ganz einfach, du brauchst nur eins, das ist Zeit. Alles andere ist unheimlich leicht. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Video, wie es funktioniert und viel Spaß beim Genießen. Die Zutaten für unseren No-Bake-Cake-Boden werden sein: die Brezel, die geben so ein bisschen das Salzige mit dazu und Butter. Mit der Butter werden wir anfangen, die geben wir in einen Topf, schmelzen sie und in der Zwischenzeit, bis die Butter geschmolzen ist, werden wir die Brezeln zerkleinern. Zum Zerkleinern nehmen wir unsere Brezel, geben alle in einen Glassichtbeutel, nehmen unser Nudelholz oder wenn ihr kein Nudelholz habt, könnt ihr auch eine Weinflasche, eine leere nehmen, das funktioniert auch. Und rollen einfach drüber. Die Butter ist nun geschmolzen. Ich habe mir gleich noch ein Schüsselchen geholt. Da geben wir jetzt gleich unsere Brösel hinein. Ihr seht, die Brösel sind unterschiedlich grob. Aber das macht nichts, es gibt ein bisschen Crunch mit dazu. Dann geben wir unsere Butter mit hinein. Mischen das Ganze jetzt richtig gut durch. Das duftet nach Brezeln, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Obwohl oder gerade weil sie glutenfrei sind. Also ich freue mich richtig drauf. Ein Tipp von meiner Seite, macht es nicht in der Springform, sondern schneidet euch ein Backpapier zurecht, auf der Form, wo ihr später auch euren Kuchen präsentieren möchtet. Macht einen Tortenring drumherum oder eine Springform, wenn ihr keinen Tortenring habt. Und macht es gleich hier drauf. Der Vorteil, ihr braucht den Kuchen nicht mehr umsetzen, er kann euch nicht auseinanderbrechen. Und mit dem Backpapier, wo er ein bisschen überstehen hat, könnt ihr noch ein bisschen rangieren. Das ist natürlich auch optimal später, wenn der Kuchen nicht ganz mittig steht, dass er sagt, okay, ich möchte weiter links, ich möchte weiter rechts. Das könnt ihr hier noch ein bisschen ausgleichen später. Deswegen lasst einen kleinen Rand, schneidet ihn lieber später im scharfen Messer ab. Jetzt geben wir unseren Boden hinein. Diesen Boden lasst ihr nun auskühlen. Am besten macht ihr das im Backofen, im Kühlschrank natürlich zum Auskühlen. So circa eine gute Stunde. In der Zwischenzeit die Schokolade klein schneiden, schmelzen. Und schmelzen tun wir sie, indem wir die Sahne schön erhitzen, über die Schokolade gießen, Mascarpone dazu, eine richtig schöne Creme herstellen und auch die nochmal kalt stellen, sodass beide schön eiskalt aufeinander kommen. Und den Rest verrate ich euch später, denn ihr braucht noch einen Kaffee. Also einen für euch und einen in die Schokolade. Bis später. In der Zwischenzeit habe ich schon mal die Sahne erhitzt, die Schokolade klein geschnitten und mir eine Mascarpone dazu gerichtet. Die Sahne hat nicht gekocht, die ist nur heiß. Die geben wir wieder, wie bei der Ganache, über die Schokolade. Und ihr seht, wie die schön zusammenfällt. Lassen die eine Minute, von mir aus auch zwei, stehen, damit das richtig schön einziehen kann. Schauen wir mal, ob die Schokolade geworden ist. Ja, super. Die Schokolade hat sich optimal aufgelöst. Ihr seht, das ist eine ganz, ganz tolle Sahne-Schokolade-Mischung. Die perfekte Version auch für eine Ganache, aber wir machen Kuchenfüllung. Jetzt nehmen wir unsere Mascarpone mit hinein. Nehmen die vorsichtig mit runter. Die gibt einen super Schmelz nachher. Zweites Stück davon, also portionsweise unterheben. Und das darf jetzt für circa 2 Stunden in den Kühlschrank gehen und wieder etwas kühler werden, dass es sich richtig schön ausgeht, damit es eine richtig tolle Creme wird. Und dann werden wir das Ganze auf unseren Boden geben. Zusammen mit dem Kaffee, den er bis dahin gekocht hat und er auch rausgekühlt ist. Also 180 ml mal auf die Seite stellen. Die Schokolade ist nun ausgekühlt. Ihr seht, sie ist richtig fest, so soll es ja auch sein. Und die geben wir jetzt in die Schüssel rein und heben dann den Kaffee unter. Und ihr seht, die ist recht schnittfest, werdet ihr gleich sehen. So, also sie hat richtig gut Stand bekommen. Schlagen wir die Schokolade erstmal ein bisschen an, damit schon ein bisschen Luft reinkommt und geben dann den Kaffee dazu. Was ich euch hier noch zeigen möchte, ist, ihr seht, dass die Schokomasse heller wird, wie der Rand ist. Der Rand ist ja das, wie ich es reingegeben habe. Das passiert, wenn Luft runterkommt. Das soll auch so sein, denn umso heller sie wird, umso mehr Luft ist drin, umso cremiger und fluffiger wird sie nachher. Und die
Flüssigkeit dient dazu, die ganze ein bisschen mehr saftig. Unsere Schokomasse ist nun fertig und nun holen wir unseren Boden der raus. Der ist noch schön eiskalt. Und wir füllen jetzt die Masse und da rein. Haben sicherheitshalber noch Backpapier außenrum geschnitten. Warum? Falls die Masse richtig schön hoch wird und sie wird höher werden, dann nimmt sie praktisch die Form des Randes an. Das heißt, ihr werdet jetzt leider nicht sehr viel sehen. Wir gießen die jetzt in die Mitte rein, wobei das Wort gießen, glaube ich, nicht so ganz das Richtige ist. Wir füllen sie rein. Streichen sie dann zwischendurch immer wieder glatt. Wer eine Kuchenpalette hat, kann auch gerne die nehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder eine Kuchenpalette hat und streiche das jetzt einfach so glatt. Wenn ihr es auch ganz exakt haben wollt, könnt ihr es mit einer Teigkarte machen. Das ist also das hier, das ist eine Teigkarte. Auch mit der, die nehmt ihr falsch rum, da könnt ihr am Rand entlang fahren. Das ist ein bisschen Übungssache, aber das bekommt ihr ganz schnell raus. Und jetzt verschwindet der Kuchen, so wie er ist, nochmal im Kühlschrank für 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie gut euer Kühlschrank kühlt. Wenn euer Kuchen nun richtig schön fest geworden ist, geht's ans Dekorieren. Ich mache jetzt obendrauf gleich am Anfang eine schöne Schicht Kakao. Deswegen lasse ich noch die Verzierung drum, beziehungsweise das Backpapier noch drum. Ihr könnt, wenn ihr das nicht machen möchtet, natürlich das Backpapier schon abziehen, könnt diesen Schritt weglassen. Und nun werden wir die Tortenform öffnen. Fertig ist euer Schokotraum. So, jetzt weißt du, wie du diesen Kuchen herstellen kannst. Was wir mit diesem Tortenstück angestellt haben, das siehst du gleich in den Bildern. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Genießen von diesem super leckeren, glutenfreien Kuchen. Falls du mir noch nicht folgst, kannst du das gerne nachholen. Hier auf YouTube, aber auch gerne auf meinem Blog, auf Pinterest, Instagram und Facebook natürlich. Also, ich gehe jetzt genießen, ich hoffe du auch. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Deine Silke von Anders Backen.